In unserer heutigen Folge schauen wir uns an, wie wir unter Wasser fackeln und TNT basteln. Aber zuerst vergiss nicht, deine Chemie-Edition anzumachen, weil sonst klappt es nicht. Kommen wir zuerst mal zum Grundsatz. Was brauchen wir? Einmal eine Fackel. Dafür nehmen wir einmal Kohle und einen Stock. Dadurch erhalten wir natürlich die Fackel, wir kennen's. Für unser TNT brauchen wir natürlich erstmal ganz normales TNT. Daher nehmen wir viermal Sand und fünfmal Schießpulver. Für unsere Unterwasserfackel nehmen wir nun unsere gecraftete Fackel und ein bisschen Magnesium. Dadurch erhalten wir schon unsere Unterwasserfackel. Für unser TNT nehmen wir einmal natürlich das normale TNT und ein bisschen Natrium. Dadurch erhalten wir nun unser Unterwasser-TNT. Kommen wir nun noch natürlich zum Praxistest. Gucken wir uns zuerst einmal die Fackeln an. Wir hatten ja eine normale Fackel, die konnten wir craften zu einer Unterwasserfackel. Leider nicht ganz möglich mit der Seelenfackel. So, gucken wir mal. Wir können die Unterwasserfackel natürlich im Wasser platzieren. Kleiner Test natürlich nochmal hier mit der normalen Fackel. Ne, die kann ich leider nicht setzen. Kommen wir nun natürlich noch zum TNT. Gucken wir zuallererst, ob das normale TNT unter Wasser Damage macht. Ne, da passiert nichts. Gucken wir jetzt uns das Unterwasser-TNT einmal an. Ja, da sehen wir schon einen großen Unterschied. Probieren wir es noch einmal aus. Zwei einfache Sachen, die wir uns in der Chemie-Edition craften können. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Vergiss natürlich den Kanal nicht zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann haut's rein und ciao.